Oh, hallo alle zusammen. Ja, war erfolgreich. Wahnsinnstyp. Ich habe so viel gelernt. Heute leider der letzte Tag. Morgen hätten wir noch was machen sollen, aber es haut leider nicht hin. Es wurde für mich richtig krass verkauft. Danke, Mehmet Abi. Ich habe die Termine gelegt, aber es wurde verkauft für mich und es waren krasse Nummern dabei. Die Scheinmandate kamen auch schon zurück. Also, es ist kein Fake. Die Leads sind gut, die Kunden sind gut, also sorry Leute. Jeder, der es sich nicht anschauen möchte, okay, sein Bier. Jeder, der es nicht machen möchte, sein Bier. Aber irgendeinen Bullshit zu labern, okay, lasst es stecken, behaltet es für euch. Genauso wie irgendwelche Sachen hier, Betrüger, die sehen es. Leute, schaut es euch einfach an, fertig, die Scheiße ist sowas von legal. Legaler geht es gar nicht, ja? Also Wahnsinn, sage ich nur, Wahnsinn. Ich bin so happy, so zufrieden. Des Weiteren habe ich mit diesen Leads eine Summe erreicht als Anfänger. Die ist der Wahnsinn, die ist brachial Wahnsinn. Selbst wenn nur ein Viertel davon durchgehen würde, falls sich noch ein Kunde umentscheidet, Rücklauf, Storno, wenn sich nur ein Viertel von dieser Summe entscheiden würde, habe ich immer noch ein doppeltes bis dreifaches Monatsgehalt von einem mittelständigen Arbeiter. Leck mich am Arsch. Leck, also sorry. Na, das ist. Und ja, ich hatte heute mein Gespräch, mein Einstellungsgespräch quasi sozusagen. Ich bin offiziell aufgenommen worden und muss keine Prüfung machen durch meine extremen oder herausragenden Leistungen am Telefon. Natürlich habe ich schon ein bisschen Vorkenntnis gehabt, das hat mir geholfen durch meine Callcenter-Zeit, aber ich bin Externer, der gut durchgestartet ist und keine Prüfung braucht. Und jetzt bin ich Partner ohne Prüfung geworden. Wow. Danke, Mehmet. Mehmet, du bist der Beste. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, es ist noch nicht vorbei. Es geht bis 19, 20 Uhr und ich habe noch einen Termin und vier Wiedervorlagen, also mit denen habe ich schon gesprochen. Die wissen schon ungefähr, worum es geht, die haben nur keine Zeit und die werde ich dann später noch ein bisschen intensiver bearbeiten oder mit ihnen sprechen. Bearbeiten wir das falsche Wort, tut mir leid, also mit ihnen alles erklären. Und hoffentlich hat der Mehmet Arbeiter noch genug Zeit, die Termine dann noch abzufertigen. Man muss ehrlich sagen, so weit bin ich noch nicht. Also diesem Mann dabei zuzuschauen, wie er diese Termine abschließt, es ist der Wahnsinn. Es wird kein Bullshit erzählt, den Leuten wird Geld gespart. Klar, kriegen wir auch Geld dafür, wir sind keine Samariter, ne? Aber wie er es macht, es ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Sorry Leute, für alle, die sich dagegen entschieden haben oder sich entschieden haben, noch nicht zu kommen, es tut mir leid. Wahnsinn, 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 Wahnsinn.